So, willkommen zurück zu Prince of Persia: Vario Within mit eurem Ryukan. Ich habe diese Fallen endlich hinter mir gelassen. Bäh. Kotz, wirklich. Ich bin in der Offscreen-Aufnahme auch kein einziges Mal gestorben. Hurra. Und ja, wir kommen zu einer nächsten Cutscene, die wir eigentlich schon kennen, aber diesmal von der anderen Seite. Eine Axt. Oh, da ist der Prinz. Hallo Prinz, hallo Axt. Tja, wir sind wütend. Durch diese verdammten Fallen sind wir wütend und wir wollen jetzt den Prinzen endgültig töten. Nein, wir haben nur den Ich Gegner habe mein getroffen. eigenes Verdammt! Leben gerettet und wusste es nicht mal. Ja, hättest dich mal bedankt, ne? Wäre besser gekommen. Ist wie, als wenn man sein eigener Vater wäre, ne? Ist schon scheiße. Okay, wie komme ich jetzt darauf? Ich habe keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Da ein bisschen weiter runter, Prinz, sonst springen wir gegen eine Mauer. Und, oh mein Gott, wir kriegen Leben! Yay, we have life, und wir können saven. Yay, we have a save. Der Weg des Sandgeistes. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier weiter. Komm schon. Zack. Oh, Fallen. Ich liebe es. Nein, falsche Spiel, falsche Werbung. Die Herren will den Tod Eins. sehen. Eins. 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 Also schon keine Gegner mehr für mich. Und vorsichtig, runter, Prinz. So, wir machen diese Fallen ein klein wenig in der Zeitlupe. Zack, 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 zack. So. Voll der Fallenakrobat hier. Und auch hier gehen wir ein klein wenig mit der Zeitlupe natürlich wieder um. So, Sache geklärt. Was kommt als nächstes? Ach, jetzt kommen wir hier in die Schmiede. Ja, die Schmiede. Auch ein sehr netter und beliebter Ort des Prinzen. Ein Ich neuer kann die Ort. Plattform nicht erreichen. Vielleicht kann ich sie zu mir bewegen. Natürlich. Man kann alles, Prinz. Man muss es nur wollen und keine Gegnerhunde haben. Warum habe ich das jetzt gedrückt? Ich wollte. Greift ihn gleichzeitig an. So, der ist tot. Ja, Prinz. Das konnten wir auch mal besser. Weg vom Hund. Sag mal, habe ich das nur im Gefühl oder ist diese Axt auch unkaputtbar? Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. So, wir kommen jetzt zu einem kleinen netten Rätsel wieder. Rätsel. Muss ich nur mal wieder reinkommen, wie das hier war. Gut, den hätten wir schon mal richtig, aber ich glaube, den müssen wir dann zuletzt bewegen. Oder auf jeden Fall in die andere Richtung. Ich mache einfach mal. Irgendwie war das und ich werde das schon wieder herausfinden hier. So, jetzt müssen wir. Ich nehme den einfacheren Weg, ich nehme die Stange. Ja, hat sogar geklappt. Auch wenn es sehr knapp war. Ich wollte halt sagen, ich bin jetzt ja nicht hochgekommen, Komm oder? schon, verdammt, verdammt. Einer dieser Hebel muss es sein. So. Naja, fast. Fast richtig. Very important, würde ich sagen. So, hier haben wir Lava. Lava, Lava, Lava. Oh. Und dann hätten wir schon mal hier alles aktiviert. Jetzt haben wir das da hinten noch nicht. Ultra langsam, extremely fallen, die man sofort ausweichen kann. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch hier einmal dran drehen. Und dann haben wir mal alles komplett verdreht. Jetzt ist der da hinten wieder frei. Very important, würde ich sagen.
Naja, das ist dann fast richtig. Noch nicht ganz. Und ich springe in die Falle. Juhu! Ja, dieses Rätsel kann ein bisschen dauern, weil auch hier, das ist wie bei, war das schon? Das ist mein Lieblingsrätsel hier. Das ist wie im dritten Teil mit der Statue. Egal, ich verrate ja zu viel. Da hatte ich genau das Lustige, auch dasselbe. So, jetzt ist der da hinten nicht mehr richtig drin. Ja, dann gehen wir doch mal da. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. So. Jetzt haben wir da hinten das Problem und damit sollten wir es eigentlich auch beheben können. Ah, Prinz! What do you making? Ja, er ist gut drauf. Er rennt in die Lava rein. Beziehungsweise in das flüssige Metall oder halt die heiße Brühe. Wir nennen sie die heiße Brühe. Es ist die heiße Brühe. So. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. Damit haben wir das aktiviert, die Rohre, das Pipe-System. Schöne Kameraführung mit Hängern. So. Ja, wir machen kaputt. Wir haben kaputt gemacht. Tja, so ist der Prinz nun mal. Total der Zerstörungsfreak. Es gibt Ordnungsfreaks, es gibt Freaks und es gibt den Prinzen. Er ist sein eigener Freak. So. Ich glaube, von dort aus kommen wir auch wieder zurück ins Gefängnis, würde ich sagen. Der Weg des Sandgeistes. Ja, natürlich wollen wir speichern. So, jetzt müssen wir warten. Jetzt wird's very important. Und springen. Glück gehabt. Und spring. War fast richtig. Ich bin zu früh gesprungen. Und jetzt spring. Spring Break. Die Lili. Ja, okay. Oh ja, diese Falle liebe ich. Komm, 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 komm. Beweg dich auseinander. Da, 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 da. Zack. Jetzt gehen wir hier hin. Was mache ich denn da? Bleib doch da an der Enke. So. Wir müssten jetzt aber auch wieder... Ja, ins Gefängnis kommen wir jetzt. Wenn ich mich nicht täusche. Zack. Die Tür geht zu. Es ist sehr nett. Dafür geht die auf. Das ist nicht mehr so nett. Warte. Aua. Prinz. Allen Ernstes. Wir sollten etwas an deiner Falltechnik tun. So, hier hoch, nette Fallen, auch wieder extreme deadly. So, aber nicht für mich. Ich weiß, was ich tue. Nur, leider weiß der Prinz nicht, was er tut. Oh, Mann. Oh. Er sägt sich da nochmal ein Stückchen durch die Wand, er ist auch gut drauf. Scheiß drauf, Hauptsache unten angekommen. So. Uah, tot. So viel Schaden machen mir die. Nicht viel zu früh. So, so. Warum springst du nicht, Prinz? Danke, so wollte ich das doch haben. So, die Tür ist voll hinüber. Die hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Und, ja. Ach ja, genau, jetzt hier runter. Greift ihn, lasst ihn nicht entkommen.
Aber ich glaube, ich muss diesen Part gleich mal beenden. Aber erst mache ich diesen schönen Kampf hier zu Ende. Nix da, ich will nicht geschlagen werden. Ich stehe nicht auf Schläge. Ernsthaft, wie viel hält diese Axt aus? Wo habe ich die überhaupt gefunden? Da unten liegt kein Schwert. Komisch. Ist egal, wir haben ein Schwert. Aber wie gesagt, wir unterbrechen diesen netten Lauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Prince of Persia, Very Within, mit eurem Ryukan. Leute, haltet immer schon die Hände über der Bettdecke. Wo mache ich jetzt einen Abschluss? Ich höre doch noch gar nicht auf. Bis gleich. Ciao.